Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Folge Stationiers mit mir, dem Chrissy. Und wir bauen jetzt mal ganz schnell unseren Wastegas-Sicherheitsapparat, weil hier ist Party on Wayne und so, ne? Und das wollen wir nicht. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich gehe mal davon aus, wir stellen die Volumenpumpe einfach auf einen Liter und dann macht die das schon. Ja? Und dann machen wir nur on-off. Soll ich mal drauf drücken? Und öff. So, jetzt müssen wir warten, bis Garganti weg ist. Ich hoffe, dass er sich mal ein bisschen beeilt jetzt, weil ich habe keine Zeit. Ich muss nämlich noch Stahl schmelzen. Nicht wahr? Stahl? Ja, Stahl fehlte noch. Ich meine, wir hätten noch Kohle und Eisen da. Ja, wir haben Stahl noch. Wir haben bestimmt noch 700 Stahl in den Geräten drin. Aber ich möchte jetzt halt irgendwann aufhören, immer alles rauszunehmen aus den Maschinen und irgendwo reinzutun. Also es ist anstrengend. Ich weiß, dass wir, glaube ich, noch einen Stahlbarren irgendwo im Schrank haben, aber ich wollte sowieso nochmal Stahl schmelzen, weil ich ja noch ein paar Bausachen vorhab. Da brauche ich dann ein bisschen Stahlgrund. Ne? Und irgendwann machen wir unsere Basis hier wieder schön. ja, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie so werden wir da schon was machen. So, jetzt müssen wir aber auf Garganti noch ein bisschen warten, glaube ich, aber ist mir egal. Ich gehe jetzt schon mal raus. Wir gucken. 350 Grad, ja, lächerlich, kriegen wir hin. So, jetzt müsste ja hier hinten irgendwo, müsste ja was aus der Erde rausgucken. Außer. Ja, das ist natürlich jetzt unschön, wenn man den blöden Mining-Gürtel nicht bei hat. Hier guckt übrigens der Sauerstofftank raus. Nein! Ist egal. Machen wir ihn jetzt an. Ist egal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Atmosphäre hier drin. Sehr schön. So. Der Mining-Gürtel in seiner Funktion als Mining-Gürtel müsste sein im Mining-Schrank. Ja, ist klar. Ja, hier ist er. So, nein. Den nehmen wir mal mit. Und im Mining-Gürtel ist der Borear, den wir brauchen, um hier hinten zu bohren. Genau, so, alles klar. Ching Chang Chong, beeilen wir uns mal, weil jetzt gerade Nacht geworden, ne? Ja, ich habe hier leider ein bisschen Atmosphäre reingelassen von draußen, aber da wird sich der Dings drum kümmern. Was ist denn das? Das ist ein Klotz, den wir hier gebaut haben, oder? Ernsthaft, ey. Können wir hier gleich mal die Ecke hier hinten wegfräsen, die mich so immer schon genervt hat. Nanu, warum sehe ich denn hier das Rohr nicht? Warum sehe ich hier kein Rohr? Ich müsste hier noch ein Rohr sehen. Oder haben wir das nicht raus hier für hier? Da ist es. Naja, denn. Oh, warte mal, das können wir sogar. Das können wir sogar so machen. Ja. Ja, ich mache es ein bisschen länger. Einfach, damit der ein bisschen weg ist hier, der Hoshi. Ich weiß nicht, was passiert. Möglicherweise explodiert das hier alles. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann sehen, ob das so ist. Oh, hier ist noch Silber. Ohne Ende Silber. Sehr schön. Übrigens kann man sich auch schön mal selbst anschauen. Achso, das geht nicht, während man fliegt. Wundert mich aber eigentlich. Normalerweise geht das. Ah ja, doch, jetzt hier. Das kann man sich selbst angucken, ja. Sieht man mal den Jetpack. So, Luke zu. Atmosphäre mal rauslassen. Luke auf. Wir lassen den Brenner mal an. Dann kann er hier den anderen noch ein bisschen unterstützen. So.
Jetzt gucken wir mal. Also da ist ja auch Sauerstoff drin, ne? Das ist das Problem. Da ist richtig heißer Sauerstoff drin. Naja, 97 Mol geht eigentlich. Geht eigentlich. So, dann benötigen wir kurz mal den Kuhfuß, um uns mal den Chip hier zu klauen. Chip und Chap und so, wisst ihr ja. Ja, natürlich ist der wieder völlig woanders hier, aber ist egal. So, Edit. Dann machen wir jetzt mal Alias VP West D3. So, dann haben wir Define Max Tankdruck 40123. Dann, ach, den Tankdruck haben wir ja schon. Ach so, das ist ja der falsche. Haha. Ja. Das ist, müssen wir uns mal hinschreiben hier. Das ist Tank Coolant. Tank Cool, das müssen wir jetzt hier überall ändern. Tank Cool. Aus dem Tank Cool, genau. So, und dann müssen wir jetzt noch hier Alias Tank Waste D4. So, das ist dann Alias Tankdruck C. Nur, weil das ist der Coolant-Tankdruck und der Max-Tankdruck, das ist Max-Druck C. Und Max-Temp lassen wir so, das ist okay. Und dann haben wir hier noch Alias Tankdruck W. R2, R3, R4, R5, R6. Und das ist dann Max-Druck W. Na, für Waste. Temperatur ist mir egal. Und dann lesen wir in Tankdruck W aus dem Tank Waste den Druck. Pressure. Und dann la 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 la. Und dann machen wir unten Set VP West on. Da müssen wir jetzt R7 nehmen. Na, R6 hatten wir ja schon. Und wir machen dann hier oben Store Greater Than. Wenn Store Greater Than R7 und wenn der Tankdruck W größer ist als der Maxdruck W. Ah, haben wir mit großem W geschrieben. Max. Ach, Maxdruck, genau. Maxdruck W. Also wenn der Tankdruck im Wastegastank größer ist als der maximale Druck, dann wird die VP Waste auf On gestellt und es wird wieder geloopt. Genau. Confirm. Die müsste ja jetzt loopen, weil also die müsste ja jetzt funktionieren, weil die müsste jetzt angehen, weil draußen ist ja, also ist ja, na sag mal, ist ja zu hoch der Wert, ne? So, bevor wir das machen, werden wir mal kurz das Game speichern. Wir sehen auch, ich habe nicht wirklich viel zwischendurch nochmal extra gespeichert. Das ist ein bisschen lustig. So, und jetzt haben wir gespeichert und jetzt, bevor wir jetzt hier loslegen, stellen wir das jetzt hier mal ein. Und zwar VP Waste. Genau, das ist dann die VP Waste Safe. Genau. Und das ist der Tank Waste. Genau. Heißt der Tank Waste? Ja, ich glaube, der heißt Tank Waste. Ja, heißt er. Okay. So, die geht an. Mit 1 Liter. Das heißt, die müsste dann jetzt so ganz langsam, müsste die den jetzt leer machen. Und draußen passiert nichts. Draußen explodiert nichts. Das ist gut, dass draußen nichts explodiert. Ja gut, es sind immerhin 1000 Grad, die da draußen jetzt gerade
anliegen. Aber dadurch, dass wir auch die Mol sehr langsam rausfahren, heißt das auch, dass es da wahrscheinlich keinerlei Explosion geben wird, weil die wahrscheinlich gar nicht so eine riesen explosive Mischung machen. Also, das habe ich meine, wenn ich jetzt 96 Mol Sauerstoff sofort ausleiten würde mit einem Schlag, dann würde wahrscheinlich da draußen richtig die Post abgehen, ja. Aber so, also gut, 1 Liter ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir können ja mal 5 Liter machen. 5 Liter, dann jetzt ein bisschen schneller. Und so wird jetzt der Tankdruck immer bei 40 mpa gehalten. Und das ist gut, weil der Heat-Tank dann auch bei 40 mpa sich einstellt. Und dann ist 40 mpa sind aber gut, ja, als Wastegasdruck, weil das Wastegas wird auch benutzt, um hohe Drücke zu erzeugen. Ja, dann brauchen wir halt weniger. Also es wird halt wiederverwendet. Wir brauchen weniger Heatgas, damit weniger Sauerstoff. Na, klar. Gut, das sieht schick aus. Gut, dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, war Spaß. Den Spaß habe ich schon mal gebracht, ne? Naja, ich weiß. Der ist oll, der ist lame, der ist langweilig. Aber ich will mal gucken, der wird den ja wahrscheinlich nicht genau bei 40 ausmachen. Der wird den wahrscheinlich bei, boah, keine Ahnung. Also schätzungsweise wird er den noch unter 40 ziehen, weil das im Moment dauert, bis die Volumenpumpe das schnallt. 709 Grad sind draußen. Naja, den lass jucken. Und dadurch, dass er das halt auch so easy peasy macht, sollte das auch nicht allzu doll schwingen hier alles. Gucken wir mal. So, naja, 39,96. Und die ist ausgegangen. Alles gut. Würden wir die jetzt bei 1 Liter haben, hätten sie ihn wahrscheinlich bei 40.000 gehalten. So, der hat jetzt 44.000, das heißt, wir müssen ein bisschen was machen, was Hitze braucht. Gut, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt wird auch kein neues Heatgas erzeugt, weil wir jetzt genug Dings haben hier, genug Xing Shang Shang. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, Hydration Critical. Erschreck mich nicht nochmal so, ey. Blödes Ding. Steel. So, 1, 2, 3 mal Stahl. Eisen. 1, 2. Hast du gesehen, das wollte schon wieder runterfallen. Dreimal Stahl und dreimal Dings und einmal Kohle. So, wir checken nochmal schnell den Vesca, den Dingstank, den Heat-Tank. Ja, 42, guck mal, der hat ein bisschen Hitze genommen, das ist gut. So, jetzt gucken wir mal hier rein, wie es hier aussieht. Ja, guck mal, der wastet den jetzt schön. Ja, da geht jetzt zwar Vesgas rein. Sieht er ja auch, aber der wastet den dann wieder runter. Das ist alles gut. Es entsteht ja jetzt Wastegas, weil wir ja jetzt Erze schmelzen. Ja? Und dementsprechend entstehen ja Gase aus den Erzen. Das wisst ihr ja. Ne? Also, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn man Erze in den Ofen schmilzt, kommen Gase raus. Also mal ein Beispiel. Können wir mal gucken. Wir gucken mal bei Eisen, was da rauskommt. Na, gib mir nochmal meine Maus. Wir gucken mal. Bei Iron Ore, da seht ihr, wenn ihr das im Ofen schmelzt, entstehen 0,5 Mol Carbon Dioxide und 2 Mol Pollutant, also X-Gas. Ne? Und dementsprechend, das landet dann hier hinten drin. Aber hier unsere Safety-Oma hier, die hat den gerade schon wieder runtergedreht, den Tank. Alles gut, hat sie also gemaked. So, was habe ich? Durst habe ich. Okay, dann sollte ich was trinken. Ach, dieses schöne selbstgebrannte Wasser. Das hat doch noch den geilsten Geschmack, finde ich. So, ich weiß nicht mehr, was wir bauen wollten, wofür wir Stahl brauchten. Ich glaube, es waren Insulated Tanks. Und wir brauchen jetzt noch zwei. Okay, dann machen wir jetzt mal zwei. Nee, andersrum. Na? Hä? Willst du mich verarschen? Zwei. Bang. Wir wollten ja den Sauerstofftank bauen, den großen. Aber ob ich den da hinbauen will, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich will ich den da nicht hinbauen, wo er jetzt hin soll. Weil der soll ja auch dahin, wo er ja später die Rakete ist, mit dem H2 zusammen. Aber vielleicht starten wir die Rakete auch einfach vom Dach der Basis. Wäre ja eigentlich auch mal geil. Hatten wir auch noch nicht. Könnten wir eigentlich auch machen. Oder ich baue da noch einen kleinen Tank hin, den ich nachher einbaue einfach. Das geht ja auch. Hauptsache, wir haben jetzt noch ein bisschen Kapazität hier, weil wir doch scheinbar ganz schön viel Sauerstoff produzieren. Also, das ist jetzt Panikmache. Ja, also, wenn ich hier reingucke, wir haben 5 Megapascal. Da passen locker das Zehnfache passt da rein. 50 passen da locker rein, ohne dass hier irgendwas passiert. Ja,
Aber ich sehe das ja schon in die Zukunft. Ich sehe ja schon, dass wir hier irgendwann mal Probleme kriegen werden. Ja? Und deswegen habe ich die jetzt gebaut und werde die jetzt quasi hier hinstellen und werde mir dann irgendwann einen Kopf machen, was wir damit machen. Ja? Also ich habe mich jetzt entschieden. Ne? Das ist für euch jetzt wieder blöd, weil ich gesagt habe, oh, wir bauen einen Tank und alles wird geil und jetzt baue ich ihn doch nicht. Nee, ich habe mich jetzt entschieden, ich baue den Tank nicht, weil... Ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir den jetzt noch nicht brauchen, den Tank. Aber hier fehlt ein Werkzeug. Fehlt hier ein Werkzeug? Hier fehlt eins. Jawohl, nee. Hier waren immer die Heavy-Cable. Genau, wir packen uns mal da noch ein Heavy-Cable mit rein. Dann haben wir das immer auf Tisch. Weil, ja, also wie ich selber schon gesagt habe, wir haben 5 Megapascal da drin, wir haben Platz für 50 Megapascal. Ne? Also, wir machen jetzt noch keine Panik. So, dann lass mal brennen hier das Ding und gib mir mal hier mein Silber wieder. Super. Hier hätten wir auch noch Silber gehabt, aber irgendwo hatten wir auch noch Stahl. Ach nee, hier haben wir es hingepackt, das andere Silber. So. Haben wir noch irgendwo 35 Kobalt plus 50? Nee, warte mal hier, 50. 50 Kobalt, 50 Kobalt, 50 Kobalt, oh, 50 Kobalt, sehr schön. Sehr schön. Nickel, Eisen, Nickel. So, und dann haben wir hier noch Gold. Und hier haben wir noch Kohle. Und Blei. Oh, hier ist noch Eisen. Stimmt, Eisen ist ja auch noch drin. Oh ja, guck. Haben wir ein bisschen Eisen zurückgewonnen. Sehr schön. So, also jetzt ist die nächste. Ich habe mich jetzt entschieden, wir machen das mit dem Sauerstofftank nicht. Ist Peng Peng. Ja, wir machen ja eine Sauerstoffatmosphäre hier rein und dann brauchen wir das nicht mehr. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen hier irgendwie, na hier nicht, sondern quasi die Kühlung, die wir da oben gebaut haben. 4,37 haben wir hier, das ist okay, aber eigentlich, wir können die mal ausmachen. Wir machen die mal aus, die Jungs, weil das ist jetzt erstmal genug, was wir jetzt hier gemacht haben. Wir haben jetzt hier genug gekühlt, genug Gase gekühlt, es ist alles okay. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Das können wir später verwenden, um Wasser zu kühlen. Wir können natürlich diese Werte auch verwenden, um unsere Basis zu kühlen. Wir könnten jetzt theoretisch hier irgendwo, keine Ahnung, hier an die Wand, weiß ich nicht. Wir könnten hier tatsächlich ein System anbauen, was wir schon mal hatten. Nämlich mit dem, ich glaube, hier ist das Rohr auch dran, genau hier ist es auch dran. Das heißt, wir könnten theoretisch, ja, ich weiß nicht, ob wir hier was hinbauen können. Wartet mal, ein digitales Ventil. Hatten wir ja, glaube ich, gebaut. Digitalventil, genau. Ein Digitalventil haben wir. Einmal Pipes, haben wir. Ein Radiator, haben wir. So. Kabel haben wir. Ein Shippy brauchen wir nicht, weil da oben ist ja einer, den wir nicht verwenden. Oder hatten wir den schon für irgendwas verwendet? Ich glaube nicht. Der hier? Nee, seht ihr, der macht ja auch nichts. Ah, dann können wir den verwenden. So. Und der. Ja, jetzt müssen wir hier kurz mal was bauen. Und zwar, give me more die Rohre. Der wird jetzt hier, das ist ja die Tankleitung, ne? Genau, hier ist die Tankleitung mit dran. Der wird jetzt hier so eine Biege machen. Mach mal eine Biege, ey. So, der macht eine Biege. Dann kommt hier das Ventil dran. Ich hoffe, ich kann es so rum hinbauen. Ja, können wir. Nein, das war schon wieder Schiedendreck, weil so rum kann ich es nicht anschließen. So rum kann ich es anschließen. Dann machen wir eine Schlüsselung mit hier die Gerät. Nein, nein, ja. So, die Gerät hat jetzt eine Verbindung. Und jetzt machen wir hier 1, 2, 3, 4. Machen wir hier 4 Leitungen dran. So, und jetzt machen wir hier Radiators dran.
Ich glaube, zwei sind schon fast zu viel. Und jetzt können wir nämlich den Raum hier drin abkühlen. Theoretisch, wenn ich das jetzt anschalte, müsste die Umgebungstemperatur von 300 Grad runtergehen. Wollen wir mal gucken? Okay, wir haben nicht genug Mol, deswegen geht es nicht. Ah. Aber das ist, hier ist ja jetzt Gas drin, das müsste sich erwärmen. Das ist voll lustig. Ich benutze Energie, um das CO2 aufzuwärmen, ja, also oder abzukühlen. Dann wird es über die Pflanzen in Sauerstoff verwandelt, der natürlich warm ist, aufgrund der Atmosphäre in diesem Raum. Und dann benutze ich wieder Energie, um den Sauerstoff, der hier in der Basis drin ist, hier mit abzukühlen. Also eigentlich bin ich voll blöd. Eigentlich, ja. Also ich möchte hiermit meine Basis kühlen. Ja, ich möchte also, wenn ich jetzt hier Sauerstoff einleite in die Basis, was ich jetzt gleich nochmal probieren will, aber nicht mit 1000 Liter, dann möchte ich mal gucken, was passiert. Ja, also, aber im Moment haben wir hier noch irgendwelche Stoffe drin, die ich gerne noch raus hätte. Deswegen müssen wir hier nochmal kurz filtern. Der hier vorne müsste ja auch noch pumpen. Hier dürfte ja nichts mehr sein hier vorne dann irgendwann, ne? Das hier ist, ach, hier sind noch ein paar Molze. Wieso sind denn hier noch? Ach, ich habe aufs Rohr geguckt. Ich denke, hä, wieso sind noch hier noch 39 kPa drinne? Nein, nee, sind nicht. Ich habe aufs Rohr geguckt. Okay, wollen wir mal zu den Pflanzen gucken? Nein, wir gucken nicht zu den Pflanzen. Nein, nein, nein. Aber ich will jetzt mal gucken, ob sie mal Wasser genommen haben. Ich habe ja mehrfach das Spiel nochmal neu gestartet. Ich will jetzt mal wissen, was sagt ihr? Was glaubt ihr? Haben sie Wasser genommen oder nicht, die Pflanzen? Ja, nein. Tipps in die Kommentare, bitte. Die Tipps in die Kommentare. Gucken wir in der nächsten Folge. Nein, gucken wir jetzt. Die haben kein Wasser genommen. Das ist buggy. Das ist buggy. Das ist buggy. Ich habe eine Buggy-Welt schon wieder. Das ist ja total einfach, wenn ich gar kein Wasser herstellen muss, weil die Pflanzen produzieren ja Sauerstoff aus dem Nichts. Naja, ein bisschen Energie tue ich auch rein, aufgrund der Lampen. Aber das ist doch scheiße, dass die kein Wasser nehmen. Warum? Ist scheiße. Also das sind so viele Pflanzen, die müssten auch regelmäßig Wasser verbrauchen, aber das tun sie nicht. Und ich weiß nicht warum. Halbnetzwerk 1192, ja. Ich weiß zwar nicht, warum der H2-Onkel jetzt hier gerade kühlt. Und warum der überhaupt H2. Ach so, der hat noch H2 gesammelt, als ich hier noch gebastelt habe mit dem Hoshi hier. Ja. Ach nee, der Ofen. Der Ofen hat doch H2 gebraucht. Ja, wir haben doch gerade geschmolzen. Klar, 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 klar. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe schon wieder Panik gemacht hier. Was haben wir? 41,4, 39,98, 20 Megapascal. Vielen Dank. Für ihre Blumen, also für die Blumen, also für die Blumen, Blumen, Blumen. Ja, das Rohr hier drunter, das ist nicht schwarz. Und? Okay, meine Damen und Herren auf Gleis 3. Machen wir jetzt hier Action hier oder machen wir jetzt hier keine Action? Naja, der kann ja seine Wärme nicht abgeben hier, der Hoshi, weil, ja, ne, und so. Aber wenn wir jetzt unsere Basis, wir müssen ja unsere Basis dauerhaft kühlen. Also ist das ja Quatsch, was ich hier baue, weil, seien wir mal ehrlich, die Dinger hier, die schaffen das nicht. Die schaffen das einfach nicht. Das. Die haben so wenig Mol, das geht eigentlich nur mit einem Closed-Loop-System, theoretisch. Ja. Also wir könnten die Basis ja kühlen, so wie wir draußen, wie wir da hinten unsere Dings auch kühlen. Ja. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich das so machen will. Wie wir das hier mit der Basis hier machen. Weil der Sauerstoff, den wir wasten, durch diesen Wastegasanschluss, wir gehen jetzt mal hier rein. Wir gucken mal hier, wie es mit den Filtern aussieht. Oh, der hat noch 100%, der große, der Medium, der Heavy. Sehr schön. Oh, ich habe schon wieder Encoder-Überlastung. Naja, den. Das Spiel ist ja auch wahnsinnig komplex. Da kann auch der Encoder mal überlasten. Das stimmt schon. Wie geht's denn den Dagis eigentlich? Wir waren ja lange nicht hier. Oh, den Dagis geht's gut. Das ist, ja. Oh, guck. Den geht's gut. So wie wir es hier gemacht haben, ne? Mit diesem, wir wasten den Scheiß einfach raus und bla, ist okay.
Ja, hier mit dem BPR drin. Bing, bing. Und ich denke, so werden wir es auch machen. Hier mit unserem Temperature Script. Das können wir uns ja rauskopieren oder beziehungsweise gucken, ob ich es abgespeichert habe. Und wir haben ja jetzt noch ein paar Klimatisierungen über, quasi. Mit Chips sogar. Ja. Und da ist halt die Frage, ob wir die Closed-Loop-Sache da oben nehmen wollen, was wir ja angesprochen haben. Weil dann brauchen wir es gar nicht mehr bauen, weil wir, dann haben wir es ja schon gebaut. Aber ich würde dann, also ich mache jetzt hier mal zu. Wir machen jetzt hier mal Trick 17. Mal jetzt hier mal zu. So. Und jetzt machen wir hier mal auf. Wir gucken mal, wo wir hier sind. Ne, wir machen von oben auf. Wir machen von oben auf. Da wissen wir nämlich, wo wir genau sind. Haben wir Rohre? Ja, haben wir. Alles klar. So, wir machen das mal zu. Machen das hier auch mal zu. Hat er zugemacht? Ja, Werkstatt steht da dran. Okay. So, jetzt hier Einbrechersimulator. Tür zu. Tür auf. Den aus. Die JPEG drücken, also J wie JPEG. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert ist. Wir nehmen uns mal unseren Cookie hier. Gucken wir mal, was passiert hier? 126, 186 Grad minus. Alte Scheiße. So, ich dächte mir, dass wir. Wo ist denn jetzt hier? Hier. Dass wir den jetzt einfach nach unten verlegen. Ja. Und der wird dann derjenige sein, der dann angekoppelt wird an die, an diesen, an dieses Dingens hier. So. Ne? Das heißt, wir verfummeln jetzt den entsprechend unseres Credos. Wir fummeln hier selber rum. So, und dann könnten wir ja theoretisch oh, hier an der Lampe haben wir ja hier noch links hier. So. Halt! Das war nicht richtig. Das müssen wir so machen. So, weil da kommt nämlich jetzt noch ein digitales Ventil zwischen. So, jetzt nehmen wir uns hier den Hoshi. Machen den hier, machen den hier, machen den hier. Jetzt sollten wir ja theoretisch. Boah, ich habe wieder alle Werkzeuge irgendwo anders hingepackt. Jetzt sollten wir theoretisch ja hier diese kalte Luft haben hier. Hammer. So, also jetzt brauchen wir noch ein digitales Ventil. Da haben wir natürlich nicht. Da ist klar. Da müssen wir eins bauen. Und zwar hier. Aber das war wieder so teuer. Da brauchten wir Innenbau, glaube ich, ne? Oh, nicht Valve, sondern Valve. Digital Valve. Bitte eins mal bauen. So, Digital Valve. Und dann müssen wir mal gucken, ob kann vielleicht einer von den Skripten hier das mitmachen? Nee, das ist. Das, nee, kann er nicht. So, jetzt kommt hier das Digital Valve dazwischen. Und das braucht natürlich Strom. Logischerweise. Ohne Strom nichts los hier, oder wie der Spruch heißt. Und bevor wir das programmieren, brauchen wir noch ein paar Radiators. Wir haben zwar oben welche, aber ja. Radiatoren. Ja, erinnert euch an meine Europa-Basis, da habe ich das genauso gemacht. Aber nur andersrum, mit Hitze, mit Wärme, mit Heizung. Und jetzt machen wir das mit Kalt, mit Kühlung. Okay. So, und jetzt machen wir hier erstmal den Hahn hier auf und gucken erstmal, dass hier vakuumiert ist. So, das heißt, wir müssen hier erstmal warten, bis das vakuumiert ist. Ich gehe davon aus, das wird ein paar Spieltage dauern. Dann werden wir eine Sauerstoffatmosphäre in diese Basis bringen. Wir werden aber nicht unseren Helm aufmachen, sondern der Sauerstoff muss sauber bleiben als Sauerstoff an sich. Und wenn der dann, wenn dann diese Kühlgeschichte hier funktioniert, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Dann haben wir schon gewonnen.
Weil dann kriegen wir unsere Basis gekühlt. Mit dieser Closed Loop Kühlanlage da oben auf dem Dach, die 1 kW ungefähr nimmt. Ist scheißegal, Batteriepower haben wir. Und wir werden aber nicht das Ganze hier überall hin verteilen, sondern wir werden einfach nur warten, bis das sich angeglichen hat. Das funktionierte auf Europa mit der Heizung und das wird hier genauso auch funktionieren mit der Kühlung, denke ich mal. Gehe ich ganz fest davon aus, dass das so ist. Nicht wahr? Aber dazu muss hier alles sauber sein. Hier dürfen keine Molze drin sein. Das muss alles schick sein hier drin. Ja, die Türen müssten ja zu sein. Ah, jetzt habe ich wieder die Außentür nicht zugemacht. Ich blöd Mann. So, der kann ja mithelfen. So. Das heißt, die beiden Active Fans, die ziehen jetzt erstmal den Schnatter hier wieder raus. Und wenn sie das fertig haben, dann lassen wir hier Sauerstoff rein und dann gucken wir mal, ob wir den Sauerstoff dann gekühlt kriegen. Und wenn das Ganze funktioniert und wir das gekühlt kriegen, dann können wir auch ohne Anzug hier drin rumrennen, weil dann ist ja egal, ob wir dann hier CO2 mit drin haben. Ja. Und da könnte man ja dann sich auch überlegen, dass man eventuell hier am CO2-Sauger auf der Saugseite da oben, da wo die weißen Dinger sind, ob wir da auch ein Active Vent anbauen, ein Passive Vent hier nach drinnen. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, dann wird nämlich der Sauerstoff, der hier drin ist, den wir zum Atmen brauchen, dann wird das CO2 auch rausgefiltert, was wir ausatmen. Ja? Gut, dann haben wir eine reine Sauerstoffatmosphäre. Ja, wollten wir eigentlich nicht, aber was spricht dagegen, wenn wir keinen Scheiß bauen mit den Türen, also das, was ich gerade gemacht habe da draußen, und wir hier endlich mal eine Schleuse reinbauen, eine richtige, ja, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Oh, es klingelt. Na, dann gehe ich mal gucken. Bestimmt der Postmann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.